Hallo und herzlich willkommen, liebe Aktienfreunde. Einige Jungaktionäre wahrscheinlich dabei. Ich habe schon gehört, dass das Charter Depot wirklich inspirierend sein kann für einige und das freut mich sehr. Das Feedback ist wirklich größer, als ich es mir erwartet hätte und vielen Dank an alle Interessierte. Wir haben über 1700 Klicks gehabt oder Teilnahme an den Abstimmungen und das Rennen hat Microsoft gemacht. Wir werden also in diesem Video einen Sparplan anlegen für Microsoft. Apropos Abstimmung, die erfolgt hier, also im Video selbst eingebettet. Da gibt es so ein i und dann sieht man hier unten dann die Abstimmung. Ich habe da gerade mal auf Automatic Data Processing geklickt. Also hier kann man abstimmen und man sieht hier auch, dass das Rennen Microsoft gemacht hat mit 59%, dann Automatic Data Processing und dann SAP hier. Also die Teilnahme war sehr rege, vielen Dank. Und wir werden jetzt eben einen Sparplan einrichten für Microsoft und dann werden wir hingehen und die nächsten drei Aktien vorstellen, auch im Technologiebereich. Da zeige ich mal kurz hier unsere kleine Roadmap für das Depot. Ziel ist es ja, Aktien mit dynamischem Dividendenwachstum ins Depot zu legen und die langfristig zu halten und über Sparpläne, in erster Linie über Sparpläne, sukzessive aufzubauen. Und wir haben ja jetzt hier Microsoft, nehmen wir im Rahmen von Technologie Software, also das hier sind jetzt die Branchen, das ist quasi die Zielgröße unseres Depots nach der Aufteilung der Branchen und wir arbeiten das Ganze hier im Uhrzeigersinn ab. Wir sehen, dass wir eine unterschiedliche Gewichtung haben. Zu den einzelnen Details verlinke ich jetzt nochmal ein Video zu der Strategie, wie wir dieses Charter Depot aufbauen. Dann sollte man sich angucken, wenn man maximal davon profitieren möchte, damit man weiß, welche Strategie wir verfolgen. Naja, wir sind jetzt auf jeden Fall dann hier angelangt und werden drei Aktien auch noch vorstellen, nachdem wir den Sparplan eingerichtet haben, auch im Technologiebereich, aber eben hardwarenah. Gucken wir uns drei Aktien an und geben die dann am Ende zur Abstimmung frei. Jetzt aber zunächst nochmal zum Sparplan bzw. ein kleiner Risikohinweis. Man kann mit Aktien Geld verlieren tatsächlich. Im jährlichen Mittel kann man je nach Auswertung und Strategie irgendwo zwischen 6 und 8% an Rendite erwarten, wenn man langfristig dabei bleibt. Kurzfristig sind die Aktienmärkte unberechenbar. Deshalb kann man mit Aktien auch Geld verlieren, insbesondere dann, wenn man die Nerven verliert, wenn die Kurse unten sind. Und ich weiß nicht, wann die Kurse mal nach unten rauschen könnten, denn ich habe keine Glaskugel. Und ich mache auch möglicherweise Fehler, weil ich halt auch nur ein Mensch bin. Mache alles nach bestem Wissen und Gewissen, aber sicherlich nicht perfekt. Und ich gebe keine Kaufempfehlung ab. Das heißt, das Starter Depot, ich investiere da mit meinem eigenen Geld. Und Sie können sich da gerne inspirieren lassen, aber bitte nicht einfach nur blind nachkaufen. Dann würde ich vorschlagen, wir legen uns jetzt einen Sparplan an. Ich habe mich hier schon mal bei der Consorsbank eingeloggt. Wir machen das Ganze über die Consorsbank. Wer übrigens noch kein Depot hat, stellt sich jetzt hier auch noch einen Link rein, der kann es dann hier eröffnen und dann gibt es auch noch eine Vollmitgliedschaft über 90 Tage im Aktienfinder obendrauf. Dann würde ich vorschlagen, wir legen das Konto an. Ich bin jetzt gerade hier im Verrechnungskonto. Bei der Consorsbank jedenfalls ist es so, da hat jedes Depot auch ein Verrechnungskonto. Auf das Verrechnungskonto kommen beispielsweise die Dividenden drauf, wenn die bezahlt werden von Aktien, die man im Depot hat. Also die schütten dann Dividenden aus, die Unternehmen, dann bekommt man ein bisschen was vom Kuchen ab in Form von Dividenden und die landen dann auf dem Verrechnungskonto. Ein Sparplan für Microsoft legt man an, wenn man, also jetzt bei der Consorsbank jedenfalls, bei anderen Banken wird es irgendwie analog sein, hier auf mein Konto geht und dann können wir hier Sparpläne auswählen und dann legen wir einen neuen Sparplan an. Wir sind hier gleich im richtigen Depot. Und dann, hier habe ich schon mal getestet, Microsoft. Es ist übrigens mein allererster Sparplan, den ich anlege. Ich habe zwar schon getestet, habe es aber nicht ausgeführt. Ich handle schon seit über, oder ich investiere schon, so muss ich sagen, seit über 20 Jahren in Aktien, aber noch nie einen Sparplan gemacht. Ich glaube, damals gab es noch gar keine Sparpläne, als ich angefangen habe. Dann machen wir mal hier weiter. Und setzen hier mal ein Häkchen. Und jetzt hier Kategorie. Ja, das ist ja pro forma, machen wir mal Altersvorsorge rein, tatsächlich. Und dann kriegt der Sparplan noch einen Namen. Ich nenne es mal Starter Depot
Dividendenwachstum. Ja, das geht gar nicht so viel. Also ein Starterdepot sollte reichen. Jeden einmal im Monat machen wir das Ganze, machen wir die Ausführung. Dann hat man die Auswahl zum 1. oder zum 15. Da gab es auch Fragen, wann wir den Sparplan ausführen. Das kann natürlich jeder so machen, wie er möchte. Ich denke, ich werde immer den 1. nehmen, weil das für mich die Verwaltung vereinfacht. Denn ich werde ja noch das immer nachpflegen. Und wenn ich zum 1. und zum 15. das machen sollte, dann müsste ich es eben an zweimal im Monat nachpflegen. Wenn ich es nur in einem Monat die Ausführung mache, dann muss ich es eben nur einmal einpflegen, die Aktualisierung des Depots, weil ich stelle es ja auch im Internet live. Laufzeit, also ab wann? Ab dem 1. Juli, das ist in ungefähr einer Woche, bis Open End. Und die Sparrate machen wir mal 25 Euro, das ist das Minimum. Dynamik, das heißt dann, ob die Sparrate sich erhöhen soll, wenn man beispielsweise sagt, man möchte quasi einen Inflationsausgleich haben oder man hat da einfach sowieso, man kriegt jährlich eine Gehaltserhöhung von 10%, ist das unrealistisch? 10% und sagt dann auch 10% Sparrate soll dann parallel mitsteigen. Wir lassen das mal, wir können das ja später, gehe ich mal schwer davon aus, ändern. Und dann müssen die 25 Euro natürlich irgendwo herkommen. Und da nehme ich dann einfach die IBAN von dem Verrechnungsdepot, das Verrechnungskonto, das dem Depot gehört. Habe ich hier mal Copy-Paste, dann gebe ich die hier ein. Und dann speichere ich das erstmal nicht als Vorlage, dann mache ich einfach mal weiter. Und dann kann man sich das Ganze hier nochmal anschauen, ob das soweit alles stimmt. Ich gehe schwer davon aus und so wie es halt sozusagen heute ist, dann kann man das, kriegt man die TAN und dann gebe ich die jetzt mal gleich ein. So, und ich gehe davon aus, dass das erfolgreich war. Gehen wir mal zur Sparplanübersicht. Jawohl, da ist er doch. Sehr schön, was kann man da jetzt machen? Okay, man kann ihn auch ändern, pausieren. Einmalzahlung können wir auch machen später. Aha, interessant. Historie und so weiter. Ja, wunderbar, war doch gar nicht so schwer, ne? Also wenn ich das schaffe, dann schafft es, glaube ich, jeder andere auch. Prima. Und dann würde ich vorschlagen, geht es jetzt weiter. Und zwar gucken wir uns jetzt dann die nächsten Aktien an. Ich habe es ja schon mal vorgewarnt, wir bewegen uns jetzt hier weiterhin im Technologiebereich, aber Hardware nah. Das heißt, ich habe hier schon kleine Vorarbeit wieder geleistet. Wir sind jetzt im Aktienfinder und ich habe mir drei Aktien rausgepickt, die jetzt eben im Hardware-Bereich quasi in die Branche eben reingehören. Und da hätten wir Apple, Cisco Systems und Texas Instruments, sind jetzt drei Unternehmen aus den USA. Und die haben alle schön dynamisch wachsende Dividenden. Ich habe in einem vorherigen Video schon gesagt, dass im Hardware-Bereich, dass der schlechter skaliert. Also wir haben da ein schwereres Wachstum als im Software-Bereich, weil man im Software-Bereich ja nichts Neues produzieren muss, wenn man einen neuen Abnehmer hat. Im Hardware-Bereich muss man was produzieren. Da muss man zum Beispiel Chips, also Prozessoren produzieren. Und wenn man den Prozessor nicht hat, kann man nicht verkaufen. Im Software-Bereich, wenn man einmal die Software entwickelt hat, dann lässt die sich so oft verkaufen, wie man will. Was ich auch gesagt hatte, war, dass die Dividenden tendenziell höher sind im Hardware-Bereich, weil einfach das Wachstum tendenziell niedriger ist. Und hier haben wir jetzt tatsächlich dann auch schon bei Texas Instrument beispielsweise über 2,5% aktuelle Dividendenrendite, mit der man einsteigen könnte. Gehen wir jetzt mal die Aktien soweit durch. Zu Apple habe ich schon mehrere Videos gedreht, die habe ich schon ziemlich auseinandergenommen, teilweise auch kritisiert für die Aktienrückkäufe zu unvorteilhaften Kursen, sage ich mal. Ändert aber nichts daran, dass Apple langfristig ein sehr gutes Investment ist. Ich verlinke die letzte Apple-Analyse hier auch auf YouTube, kann man sich gerne angucken. Apple war ein Turnaround-Kandidat im Prinzip und es gab Zeiten, in denen war das nicht so, dass man wusste, ob man mit Apple reich wird oder ob man mit Apple alles verliert. Wenn ich hier mal reinzoome in die Vergangenheit, dann sehen wir hier ab Ende der 80er Jahre, 87 bis 2004,
und Apple wäre fast pleite gegangen. Hier definitiv schlecht ausgesehen. Da haben wir Verlust gemacht pro Aktie. Dann sehen wir, wie die Umsätze eingebrochen sind. Die Margen waren negativ. Operative Marge von -12%, -6%. Das heißt, man hat auf jeden US-Dollar, den man Umsatz gemacht hat, hat man quasi dann 12 US-Cent verloren. Die Dividenden wurden komplett gestrichen und dann 2001, 2002 1 Cent Gewinn gemacht pro Aktie. Dann kam iMac und iPhone und dann konnte man mit der Apple-Aktie durchaus sein Haus finanzieren, wenn man genügend Aktien gekauft hat. Dann sehen wir hier, wie das wahnsinnig aufwärts ging. Und heute ist Apple sozusagen, ja, denke ich, nicht mehr wegzudenken. Apple in erster Linie, 2 Drittel des Umsatzes werden immer noch übers iPhone generiert. Aber Apple bemüht sich nach Kräften eben auch von dem iPhone unabhängiger zu werden, indem der Servicebereich zum einen, also dieses Ökosystem, was auch als goldener Käfig bezeichnet wird, auszubauen. Das gelingt soweit auch. Die Umsätze, die wachsen deutlich im zweistelligen Bereich, habe ich in dem Video, das ich verlinke, erzähle ich das auch alles und zeigt es mehr im Detail. Und dann gibt es noch andere Hardware, die man baut, um dann ebenfalls vom iPhone als alleinigen Umsatztreiber wegzukommen. Und wir sehen hier die, jetzt kann man auch schon sagen, langfristig steigenden Gewinne. Seit hier 2023 zieht es doch ganz deutlich an und wir haben hier vor allem wahnsinniges Umsatzwachstum. Hier, das waren natürlich die goldenen Zeiten. Da sind die Margen wieder nach oben gegangen und die Umsätze sind insbesondere hier explodiert. Das heißt, die Kursgewinne, die man da erzielt hat, waren natürlich phänomenal. So viel in erster Linie mal zu Apple, beziehungsweise wir können uns noch die aktuelle Bewertung hier gerne natürlich anschauen. Wir hatten bei den Softwarefirmen, über die wir letztens abgestimmt haben, da waren die Aktien relativ teuer, nahe der Allzeithoch, wenn ich mich recht erinnere. Das ist jetzt hier nicht ganz so in Anführungszeichen schlimm. Apple stand schon deutlich höher, die Aktie bei 232 US-Dollar. Momentan sind wir knapp bei 200 US-Dollar. Nichtsdestotrotz, wenn wir hier auf die Historie gehen, wie die Aktie quasi historisch bewertet war, anhand der Multiple, zum Beispiel KGV, da hätten wir einen fairen Wert zwischen 150 und 172 US-Dollar. Aber wie auch bei den anderen Aktien, die ich bisher vorgestellt hatte, und es wird es auch in Zukunft sein, durch die steigenden Gewinne wird dann auch der faire Wert anziehen und es dann nur eine Frage der Zeit, bis der dann erreicht werden sollte, sodass die Aktie dann auch in ihre Bewertung hineinwächst. Und da wir das Ganze mit Sparplänen machen und nicht alles auf einmal kaufen, haben wir diese Thematik bezüglich Überbewertung sowieso schon entschärft. So viel nur zum Überblick bezüglich Apple. Dann gucken wir uns mal Cisco Systems an. Cisco Systems, das wertvollste Unternehmen der Welt, war es mal gewesen, Anfang der 2000er. Da hatte Cisco Systems bei der Marktkapitalisierung geführt, ist schon eine Weile her. Also sie sind immer noch mit 218 Milliarden Euro Marktkapitalisierung ein Schwergewicht, aber sind überrundet worden von anderen. Cisco Systems, die wachsen aber nach wie vor mit dem Internet mit. Die bauen quasi die Kreuzungen des Internet, wenn man so will. Die machen also die Router und Switches, kommt sehr viel von Cisco Systems. Also sie bauen ja Internet-Hardware, so kann man das bezeichnen. Und das Internet, das wächst ja weiter. Wir haben das Internet of Things, das ja jetzt der Kühlschrank mit dem Lautsprecher sich unterhält. Und das geht ja auch alles über das Internet und das muss ja auch alles irgendwie geroutet werden. Wir haben Multicloud beispielsweise auch. Das ist auch was geroutet werden muss im weitesten Sinne. Multicloud, das heißt, dass ein Unternehmen sich beispielsweise nicht auf einen Cloud-Anbieter verlässt, sondern mehrere Cloud-Anbieter in Beschlag nimmt. Sei es aufgrund von gesetzlichen Vorgaben, dass ein deutsches Unternehmen die Daten nicht in den USA haben darf, wegen Datenschutzbestimmungen. Das wäre eine Variante. Oder sie wollen es vielleicht nicht, weil sie sich abhängig machen wollen. Oder der eine Cloud-Anbieter hat die eine Stärke, der andere hat die nächste Stärke und das passt halt nicht für alle Anwendungsfälle. Also das Internet, das wächst einfach weiter und mit dem Wachstum kann Cisco ebenfalls weiter wachsen. Wenn wir uns Cisco mal anschauen, dann sehen wir auch hier langfristiges Gewinnwachstum. Und Cisco ist genauso wie beispielsweise auch Intel oder Apple ein Dinosaurier, also ein Technologiedinosaurier, die gibt es auch schon relativ lange. Und angefangen, Dividenden zu zahlen, hat Cisco aber erst in 2011.
Und dann aber hier doch recht dynamisches Dividendenwachstum. Und so wie bei Apple auch, sind die Dividenden bei Cisco auch locker gedeckt. Das sehen wir nachher aber alles nochmal in Kennzahlen. Wir sehen auch hier schön gleichmäßiges Umsatzwachstum bei leicht steigenden operativen Margen. Es ist natürlich alles nett. Wenn wir in die Fundanalyse reingehen, da sehen wir was ganz Interessantes. Und zwar schrumpft die Bilanz von Cisco, also die Bilanzsumme, das sieht man hier doch recht deutlich. Also das sind quasi die gesamten Vermögen oder das ist ja das ganze bisher bilanzierte Vermögen, dieser enge Balken hier. Und man sieht, dass der jetzt zurückgeht. Die Erklärung haben wir hier drüben. Das sind nämlich Aktienrückkäufe. Und wir haben jetzt beschleunigte Aktienrückkäufe hier bei Cisco. Und ich würde es auch noch mal kurz dann im Detail zeigen. Wenn Aktien zurückgekauft werden, dann fließt der Geld raus für die eigenen Aktien, die zurückgekauft werden. Die werden eingezogen, das heißt vernichtet. Und insofern wird dann quasi schrumpft dann die Bilanzsumme. Wenn man hier in den Jahresbericht reingeht, dann sieht man das Ganze dann auch noch mal. Und hier sieht man, wie Cisco für den Geschäftsbericht 2018 bzw. für das Geschäftsjahr 2018 sein eingenommenes Geld verwendet hat. Und da ist eben 50% Aktienrückkauf, 23%, also knapp ein Viertel, wurde für Dividenden ausgeschüttet. Ah, nein, Entschuldigung, Repayment of Debt, also damit wurden Schulden abgebaut und 17%, also nicht mal ein Fünftel von dem Geld, was reingekommen ist, wurde für Dividenden ausgegeben. Das heißt mit anderen Worten 17,34, 51. Man hätte die Dividende hätte noch dreimal höher ausfallen können, weil die Dividende passt quasi dreimal hier rein, wenn man auf Aktienrückkäufe verzichtet hätte. Und momentan haben wir eine Dividendenrendite von 2,35%. Machen wir noch dreimal drauf. 4, 6, 8, über 9%. Wenn ich es richtig gerechnet habe, wäre dann die Dividende hoch. Also die Dividende, also dieser Balken hier, der wäre durch die Decke geschossen, glaube ich sogar. Und jetzt stellen sich vielleicht einige Leute die Frage, warum oder wäre es nicht besser, wenn Cisco anstatt die Aktien zurückzukaufen, Dividende ausschütten würde? Weil das hätten wir dann tatsächlich am Ende aller Tage hier auf unserem Verrechnungskonto. Also da, von dem wir das jetzt hier das Geld abbuchen, da würde es dann quasi landen. Und um die Frage zu beantworten, muss man jetzt nur mal wissen, was bringen Aktienrückkäufe eigentlich? Aktienrückkäufe, die sorgen prinzipiell dafür, dass die Kurse steigen, weil es werden ja Aktien gekauft vom eigenen Unternehmen. Und sie sorgen dafür, dass hier die Earnings per Share, also die Kennzahlen pro Aktie besser werden, weil der gesamte Kuchen, das gesamte Gewinn wird dann eben auf wenige Aktien verteilt. Und es kommt dann dem Gewinn pro Aktie, Cashflow pro Aktie, aber auch der Dividende pro Aktie, wenn wir von dem gesamten Dividendenbetrag ausgehen, der dann auf einzelne Aktien verteilt wird, zugute. Und wo ich jetzt den Vorteil bei den Aktienrückkäufen sehe, das ist, eine Dividende wird einmal ausgeschüttet, dann ist sie weg, dann ist das Geld ausgeschüttet worden und im nächsten Jahr muss es dann wieder neu verdient werden für die nächste Dividendenausschüttung, für das nächste Quartal bei US-Aktien, bei Aktienrückkäufen. Da wird die Aktie zurückgekauft, eingezogen, wie im Fall von Cisco, und dann ist sie weg und dann ist der Kuchen für alle Zeiten quasi größer, weil die Aktie weg ist. Insofern könnte man sagen, dass Aktienrückkäufe nachhaltiger wirken im Vergleich zu Dividendenzahlungen. Und es gibt aber sicherlich noch einen anderen Grund, warum Cisco nicht hingegangen ist und gesagt hat, okay, jetzt beglücken wir mal die Aktionäre mit exorbitant hohen Dividenden, indem wir viel mehr Dividenden ausschütten und viel weniger Aktien zurückkaufen. Und das wäre sicherlich, dass die Dividenden quasi ja, geordnet Stückchen für Stückchen wachsen sollen und nicht plötzlich nach oben durch die Decke gehen und dann vielleicht im nächsten Jahr wieder nur noch halb so hoch sind. Also die Dividendenkontinuität, das ist ein hohes Gut in den USA und allein das würde meines Erachtens dafür sprechen, dass niemals sowas passiert, dass ein Unternehmen mal extrem viel ausschüttet. Wenn, wird es dann eventuell als Sonderdividende deklariert werden. Das war jetzt ein kleiner Ausflug zum Thema Aktienrückkauf gegen Dividenden.
Was bei Cisco auch noch sehr interessant ist, wenn jetzt zum Beispiel, weil ich ja gesagt habe schon, Cisco ist ein Dinosaurier, und angenommen, du erzählst jetzt den Nachbarn, dass du Cisco kaufst, und dann sagt er vielleicht, oh, Cisco, die habe ich schon im Jahr 2000 gekauft zur Dotcom-Blase, und dann habe ich so ganz viel Geld verloren. Und dann versucht er dich zu warnen, dass du nicht das Gleiche tun sollst. Und interessant ist, wir haben ja hier, wir sehen hier, dass im Jahr 2000 der Kurs bis auf 80 US-Dollar ging von der Cisco-Aktie, und momentan liegen wir bei 57 US-Dollar. Das heißt, wer die Aktie gekauft hat vor rund 20 Jahren, das ist jetzt immer noch auf Kursverlusten. Und zwar doch recht deutlichen Kursverlusten. Und spricht es jetzt gegen die Aktie? Meiner Meinung nach nein, weil wenn wir hier drüben gehen, dann sehen wir, dass im Jahr 2000 die Aktie im Schnitt mit einem KGV von 100 54 bewertet war. Das heißt, mit dem 154-fachen Gewinn war der Kurs, war die Aktie bewertet. Und das ist schon exorbitant hoch. Und wenn wir jetzt einmal anschauen, wie hoch das aktuelle KGV ist, dann liegt es bei leicht unter 20. Das heißt, man kann fundamental relativ schnell feststellen, dass hier im Jahr 2000 die Aktie von Cisco einfach exorbitant hoch bewertet war, dass die Aktie schlicht und einfach total überbewertet war, und dass es nur natürlich war, dass der Aktienkurs dann stark gefallen ist, damit eben die Bewertung wieder auf ein normales Niveau zurückkommen kann. Das war eben die sogenannte Dotcom-Blase, und das ist Cisco ist ein gutes Beispiel für die Dotcom-Blase. Und momentan haben wir eben eine Bewertung von, wie ich sagte, knapp 20 in KGV. Wenn wir jetzt auf die letzten Jahre, die letzten 10 Jahre zurückgehen, dann hätten wir ein KGV von ungefähr 15,5. Sind also jetzt bereits wieder etwas teuer. Wenn wir mal hier reinzoomen, sehen wir das Ganze auch, dass wir bei Cisco momentan, es ist kein Allzeithoch, im Jahr 2000 war sie deutlich höher, aber die Aktie ist jetzt wieder auf dem, ja, lokalen Hoch angelangt, also höher als es in den letzten Jahren gewesen ist, mit 57 US-Dollar. Und faire Wert wäre, lege, je nachdem, wie man ihn berechnet, zwischen 40 und 50 US-Dollar. Die Aktie wäre dann so also etwas überbewertet. Aber auch hier, wir legen über einen Sparplan an, und wenn die Aktie zurückkommt, nutzen wir den Cost-Average-Effekt und würden dann eben die Stücke Monat für Monat billiger einkaufen können. So viel zu Cisco, dann kommen wir zu Texas Instruments. Ebenfalls ein Dinosaurier, gegründet in den 50er Jahren, bekannt geworden im Consumer-Bereich durch die Taschenrechner, hat die kleinste Marktkapitalisierung von den drei mit 93 Milliarden US-Dollar, ist aber auch nicht klein, würde ich sagen. Wir sehen hier ebenfalls steigende Gewinne, steigende Dividenden im Zuge. Wir haben auch hier paar Aktienrückkäufe, habe ich gesehen, aber ich lasse jetzt mal hier die Voranalyse draußen. Im Gegensatz zu Cisco werden hier die eigenen Aktien bilanziert. Wenn wir uns die Bewertungen anschauen, dann sehen wir, dass auch hier der Kurs erstmal gelitten hat. Wir aber im Gegensatz zu Cisco deutlich höhere Kurse sehen als im Jahr 2000, während Cisco eben KGV hatte von über 150, hatten wir bei Texas Instruments auch eine Übertreibung mit einem KGV von 56, aber im Vergleich zu Cisco eben nur rund ein Drittel so hoch, so war, dass die Übertreibung nicht so weit ausgeprägt war. Momentan haben wir ein KGV von leicht über 20, also aus KGV-Sicht etwas teurer als Cisco. Wir haben uns gleich vom KCV, also beruhend auf dem operativen Cashflow, dann von ungefähr 15, also in etwa das Bewertungsniveau von Cisco Systems hier. Wenn wir jetzt mal die Kennzahlen uns anschauen nochmal, damit wir einen besseren Vergleich haben, die dividendenbasierten Kennzahlen, dann sehen wir, dass Texas Instruments die höchste Dividende ausschüttet. Cisco ist aber auch nicht weit davon entfernt, mit ungefähr 2,5%, so 2,6%, Apple nur 1,5%. Wir haben dann hier die Ausschüttungsquoten, die sind alle im grünen Bereich. Bei Apple am niedrigsten, da wäre also noch am meisten Luft quasi, um die Dividende sehr stark anzuheben. Wobei wir ja schon gesehen haben, alle drei setzen primär auf Aktienrückkäufe. Bei Apple habe ich ja ein eigenes Video hierzu gemacht, Cisco habe ich es gerade gezeigt, Texas habe ich es jetzt nicht gezeigt, aber bei denen ist es genauso.
Wir haben eine Dividendenhistorie, die ist bei Texas Instruments am längsten, aber das ist für mich nicht so wichtig. Wir haben Dividendenwachstum überall im oder extrem nahe am zweistelligen Bereich. Bei Texas Instruments interessanterweise am höchsten. Die haben jetzt die Dividende am stärksten gesteigert. Und über die drei Aktien würden wir jetzt einfach abstimmen. Was mich immer freut, das sind Kommentare, Meinungen zu den drei Aktien. Die gab es jetzt auch in der letzten Abstimmung, wo Leute teilweise auch Praxiserfahrung haben, dass sie mit einem oder mit dem einen oder anderen Unternehmen schon was gemacht haben. Das heißt, wenn man Meinungen zur Aktie hat, dann gerne posten. Ich freue mich drauf. Okay, dann bin ich mal gespannt, wer das Rennen macht. Und dann bis zum nächsten Video, das nächste Woche folgen wird. Danke fürs Zuschauen. Ciao.